Regen war angekündigt und das hat sich auch so bewahrheitet. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir ist der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Könnte ein Riesenspiel werden. Wichtige Ligapartie für beide Seiten. Wolf, beide wollen heute überzeugen, müssen Bestleistung erfüllen. Und dann gucken wir, was auf den besser ist. Wie ist dein Eindruck von der Heimmannschaft, Buschi? Sie können es schaffen. Sie können tatsächlich Meister werden. Sie müssen einfach so weitermachen wie bisher. Leichter gesagt als getan, aber das Zeug dazu haben. Abgepfiffen, abseits. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Ein guter Block hier. Das ist die heutige Aufstellung der Gäste. Kurze Einschätzung zu Ihrer Formation von dir. Das ist ein 4-4-2 mit Raute und damit haben Sie natürlich große Möglichkeiten, durchs Zentrum zu kommen, aber eben auch die Flügelspieler einzusetzen. Jetzt hat er den Ball. Geklärt, aber es gibt die Ecke. Kurze Ecke. Spielt den Ball. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Und noch eine Ecke. Das bin ich. Kurze Ecke. Ball kommt er jetzt flach rein. Den Ball kann er klären. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Und der kann seinen Körper einsetzen wie kaum ein anderer. Ganz schwer vom Ball zu trennen. Guter Vorstoß jetzt. Vielleicht die Führung jetzt. Noch ist die Chance da. Ball geklärt. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Toller Support jetzt der Fans. Die spüren natürlich, hier liegt ein Tor in der Luft. Und jetzt der Rückpass. Immer noch unentschieden. Und da dürfen Sie sich bei Ihrem Kollegen bedanken. Das war eine super Parade. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Ja, die Frage ist, packt er den Tore-Rekord? Im Augenblick würde ich sagen, der macht, was er will, der trifft. Yilmaz. Ja. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Jetzt der Schuss. Ah, oh, das gibt's nicht. Über den Spann und dann ist die Chance vorbei. Einen Moment nicht richtig aufgepasst und das wird auf nassem Rasen bestraft. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Yilmaz. Da ist jetzt Platz. Sie unterstützen gut. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Chance zum Konter jetzt. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Setzt sich klasse durch. Chance zur Führung. Ja, das gibt's doch nicht. Was macht die? Meine Fresse! Das kann doch nicht wahr sein, ey! Das letzte Auswärtsspiel konnten sie gewinnen und so soll es auch heute aussehen. Ja, knappe Sache, das 1-0, aber ich denke, sie werden heute ähnlich auftreten. Und jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Da hat er die große Gelegenheit, aber der Torwart ist da. Gut aufgepasst vom Keeper, eine tolle Parade. Meine Dominik Prokop. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Gute Aktion. Sie machen nichts draus. Und das war die Chance zur Führung. Das gibt's doch nicht, ey.
Meine Fresse, ey, der stand schon so frei und macht das scheiß Tor nicht, ey. Gutes Pressing jetzt. Wo war da ein Foul? Mann! Ey, scheiß FIFA, ey. Langsam nervt ihr mich, ey. Ich bin langsam echt überlegen, ob ich FIFA 21 mir hole, ey. Wenn die scheiß Schiris, ey, immer noch so scheiße sind, dann bringt das auch nichts, ey. Das gleiche wie eben und trotzdem war es ein Foul. War das da eben ein Foul, ey? Das war jetzt kein Foul, ey. Ich verstehe es manchmal nicht, ey, echt. Abseits. Das war einfach, er holt sich die Flanke. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Gute Aktion jetzt. Ja klar, ey. Na, gibt's kein Foul, nein. Er hat mich nur voll berührt, anstatt den Ball zu berühren, ey. Es leckert nicht langsam, ey. Nein, er kommt nicht dran, nein. Nein, er kriegt den Ball nicht, nein. Es ist schon lächerlich, ey. Ihr macht euch nur noch lächerlich mit euch FIFAs, FIFA-Teile. Ah, das könnte was werden jetzt. Wir waren im Foul. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Jetzt wird's gefährlich. Nein, der Bayern-Spieler kommt da dran. Nein, mein Spieler darf da nicht dran kommen mehr. Das habt ihr FIFA so hingekriegt. Der geht knapp vorbei. Sie führen die Ecke kurz aus. Kann er was draus machen? Sieht gefährlich aus. Nein, er nimmt mir den einfach mal so weg. Ey, das gibt's denn echt gar nicht, ey. Nee, da waren sie einfach zu langsam. War eigentlich eine gute Konterchance, aber jetzt ist die Abwehr wieder zur Stelle. Nein, er wusste, wo ich hinpasse. Da wollte ich eigentlich auch nicht. Ey, das kann nicht mehr sein, ey. Das ist nur noch lächerlich, was ihr da zusammen zackt, ey. 3 Minuten obendrauf. Der Ballverlust. Ja klar, er kommt da mal eben schnell aggressiv dran. Aber Bayern wird ja bei FIFA so hoch gepusht. Ja, könnte was werden. Was für eine Chance. Hier, fick dich, du scheiß Bayern. Chance zur Führung jetzt bei diesem Eckball. Da kommt die Ecke. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Kommt jetzt die Flanke rein. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Gute Aktion. Wichtig. Den Ball hat er sicher. Keine Tore zur Pause für beide Teams. Vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Relativ unauffälliges Spiel bislang von ihm, oder Buschi?